Hallo aus Nürnberg, ich bin's wieder, der Sven mit meinem RTS-Spiel GameStar. Fangen wir erst einmal mit den schlechten Neuigkeiten an. Die Demo des Spiels ist leider immer noch nicht verfügbar. Sowohl der Publisher als auch ich waren mit dem Ergebnis noch nicht so zufrieden. Deswegen hatten wir den Release-Termin erst einmal auf Mitte Oktober geschoben. Aber nach dem Feedback, was wir vom Steam Next Fest bekommen hatten, haben wir dann noch einmal den Termin geschoben. Der aktuell geplante Termin ist jetzt der 7.12. An dem Termin wollen wir jetzt aber auf jeden Fall festhalten. Das Steam Next Fest war aus meiner Sicht recht erfolgreich. Wir hatten immer wieder einige Zuschauer beim Livestream, als ich mein Spiel selbst gespielt habe. Das waren im Schnitt immer ca. 130 Zuschauer. Wir hatten aber auch einige Spieler, die das Spiel ausprobiert haben. Am Ende der 7 Tage hatten wir dann gut 500 unterschiedliche Spieler, die das Spiel auch länger als 10 Minuten gespielt hatten. Zu den Neuerungen, die ich zum eigentlich geplanten Umfang der Demo hinzugefügt habe, sind weitere Türme sowie eine zusätzliche Mission. Außerdem habe ich das Tutorial noch mal deutlich klarer und verständlicher gestaltet. Die Minimap habe ich auch funktionell aufgewertet. Dort werden jetzt, wie in jedem RTS, auch die Stellen markiert, wo es zu Kampfhandlungen kommt. Des Weiteren habe ich nochmal die Sprachausgabe verbessert und das Verhalten der KI optimiert. Natürlich mussten auch noch einige Bugs und Fehler behoben werden. Alles in allem hat sich das Hobby jetzt leider zur echten Arbeit entwickelt. Jedenfalls fühlt es sich gerade so an. Aber ich bin schon sehr gespannt auf das Release der Demo und hoffe, dass es einiges Feedback gibt, was wir dann zur Fertigstellung der Vollversion nutzen können. Die ist geplant für Ende Q1 2022. Das war's erstmal von mir. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß mit dem nächsten Beitrag.